So, wir hatten mit dem Drehwinkelverfahren die Einflusslinie vom Moment.de aufstellen wollen. Wir haben alle Längen definiert, wir haben alle Knoten- und Stabdrehwinkel definiert, wir haben die Steifigkeitsmatrix aufgestellt, wir haben den Lastvektor aufgestellt und eben hatte ich noch nicht das Gleichungssystem und die Lösung angegeben. Das heißt, ich bin die Zahlen noch schuldig geblieben und deswegen kommen jetzt die Zahlen nach. Und diese Zahlen sind 3609, 3842 und 43.950. Auf daneben Diagonale 500, 3703. Und 3650. Dann haben wir den Verformungsvektor, die gesuchten Knotendrehwinkel und den gesuchten Faktor für die kinematische Kette. Und wir haben den Lastvektor minus 1000 minus 500 sind die Momente M1 und M2 und die Arbeit 2625. Hier natürlich Symmetrie. Wir bekommen den Lastvektor, den Verformungsvektor. Das hier also nochmal Verformungsvektor. Das hier ist der Lastvektor. Und das ist die Steifigkeitsmatrix. Und den Verformungsvektor, den wir suchen, bekommen wir jetzt raus. Mit Phi1, Phi2, die habe ich schon stehen. Das ist dann 360. Mal 10 hoch minus 3. Minus 183 mal 10 hoch minus 3. Und den Faktor für die kinematische Kette, der ist 105 mal 10 hoch minus 3. Ja, damit ergeben sich dann die endgültigen Stabdrehwinkel. Das heißt, ich muss jetzt die kinematische Kette mit x3 multiplizieren und damit bekomme ich für Xi1 raus 211, dann für den zweiten Stabdrehwinkel Xi2 ist minus 148, 184, dann haben wir Xi3, 316, Xi4, 211 und Xi5 ist 158. In der Einheit 10 hoch minus 3 Radiant. Ja, damit sind wir bei den Stabendmomenten. Wenn ich die Stabendmomente aufstelle, dann habe ich also erstmal den Winkel Phi1 Schlange zu definieren. Das ist der Winkel Phi1 plus 1, der auf der rechten Seite von dem Knoten ist. Und der ist 640 mal 10 hoch minus 3 Radiant. Das ist also 1 minus 360 mal 10 hoch minus 3. So, damit sind wir beim MAD. Auf der linken Seite immer ein negatives Vorzeichen. EI dividiert durch L1. Und dann 4 mal 0, weil sich die Einspannung nicht dreht. 2 mal Phi1 und 6 mal Xi1.
Dann MDA ist auf der rechten Seite plus EI durch L1. Und jetzt tauscht sich die 2 und die 4 aus. Und die Ergebnisse schreibe ich gleich hin. Dann bin ich bei MDE. Das ist wieder minus EI durch L2. Und dann 4 mal Phi 1 Schlange plus 2 Phi 2 plus 6 Xi 2. Und wir sind beim MED, ist plus dasselbe. Und die 2 und die 4 tauschen sich aus. So, dann sind wir beim MEB. Das ist minus EI durch L3 mal 3 Phi 2 plus 3 Xi 3. Wir sind beim MDE plus, weil ich auf der rechten Seite bin, EI durch L4 3 mal Phi 1 plus 3 mal Xi 4. Und beim MEF minus EI durch L5 3 mal Phi 2 plus 3 mal Xi 5. So, das M von A nach D ist also minus 151 Kilonewtonmeter. Das M von D nach A ist minus 49 oder 48,7 Kilonewtonmeter. Das M von D nach E ist minus 272. Das M von E nach D ist minus 139. Das M von E nach B ist minus 178. Das M von D nach E ist minus 272. Und das M von E nach F sind 38,2 Kilonewtonmeter. Wenn wir die Momentenfläche zeichnen wollen, können wir das machen. Wir haben also erstmal das Moment AD sind minus 151. Das wäre hier 151. Dann sind wir bei minus 49 hier oben. Jetzt vom Stab 2 minus 272. Die 49 sollte ich vielleicht ein bisschen woanders unterbringen. 272 und 139. Dann sind wir beim nächsten Stab von E nach B. Das sind dann minus 178. Dann von D nach E, minus 272. Da ist ein Fehler drin. Das ist von D nach C. Und das ist dann minus 224. Hier also 224. Und vom M nach EF sind 38. Ja, wir können eben noch die Summenproben aufstellen. Wenn wir uns die Knoten angucken, kann ich die rauszeichnen. Wir haben also auf der einen Seite den Knoten hier
und das ist der Knoten D. Da wirkt MDC, da wirkt MDE und da wirkt MDA. Das ist also der eine Knoten rausgezeichnet. Und wir haben dann MDE minus MDA minus MDC gleich 0. Und wenn ich den anderen Knoten, da zeichne ich ihn hier drunter raus, der sieht dann so aus. MED, MEF und MEB. Und wenn ich den Knoten ins Gleichgewicht setze, dann habe ich MEB plus MEF minus MED gleich 0, sind die Summenproben, die sind erfüllt. Ja, damit kommen wir zur Einflusslinie. Wir wollen also sechstens zeichnen. Die Einflusslinie für MDE und wir nehmen an, dass die Last auf dem gesamten oberen Gurt läuft, also von C nach F. Das sollte hier auch noch sein, also CDEF läuft die Einheitslast lang, für die wir die Einflusslinie aufstellen. So, dann haben wir erstmal im C, da haben wir WC gleich 0. Dann habe ich WD. Ich kann das anders hinschreiben. So, hier habe ich WD. Und das WD ergibt sich ja gerade als 2xi1. Und damit habe ich 421 mm. Das will ich mit Omega-Zahlen multiplizieren. MWE. Das gehe ich zum Beispiel von B nach E nach oben. Ist also minus Xi 3. Und damit minus 316 Millimeter. Vorzeichen nochmal überprüft, sieht richtig aus. Hier mit Omega-Zahlen und NW, die an der Verformung F ist 0. So, dann wollen wir hier einsetzen W1, W2 und W3 in den Viertelspunkten. Und das ist die Verformung rechts mal Xi plus der Verformung links mal Xi' plus das Moment rechts ist das Moment von E nach D. Und das mal L2 Quadrat durch 6EI mal Xi minus Xi hoch 3. Und jetzt das Moment MDE auf der linken Seite, L2 Quadrat 6EI mal Xi' minus Xi' hoch 3. So, die Formel, die gilt also für alle drei. Das Xi ist gleich 1 Viertel, 2 Viertel und 3 Viertel und das Xi' 3 Viertel, 2 Viertel und 1 Viertel. So, damit bekommen wir die Werte. Minus 89 mm für W1 haben wir noch nicht eingezeichnet, oder doch? Nein, noch nicht. Minus 89, dann W2, minus 359. Und W3 sind minus 424. So, dann habe ich hier, nennen wir den Wert W4. Und dieser Wert W4
der ist erstmal WD halbe. Und jetzt kommt der Krümmungsanteil dazu. Das ist wieder das Moment von D nach C mal L 4 Quadrat durch 6E. Das ist also der Stab auf der linken Seite. Gucken wir uns das nochmal an. Das Moment von D nach C und L 4. Und hier haben wir Xi minus Xi hoch 3. Das Xi ist natürlich 0,5. Und für W4 bekommen wir dann raus 155 mm. Ich rechne lieber nochmal nach. WD durch 2. Das sind also 221. Und jetzt MDC mal L4 hoch 2. Durch 6Ei. Mal 0,5 minus 0,5 hoch 3. 155 bleibt. Und dann haben wir hier noch den Wert W5. Und der ist dann gerade WE mal Xi'. Also Xi und Xi' sind beide 1,5. Und dann habe ich M von E nach F mal L5 Quadrat durch 6EI mal Xi' hoch 3. Das wäre also jetzt die Verformung auf der linken Seite mal Xi' und das Moment auf der linken Seite mal Xi' minus Xi' hoch 3 mal L Quadrat durch 6EI. So, und da kommt dann raus für die Verformung W5. Minus 148. Wenn ich das Ganze jetzt versuche zu zeichnen, ich mache es mal ein bisschen größer, hätten wir hier also den einen Knoten. Den nächsten Knoten. So, ich gucke mal, ob ich das jetzt richtig gewählt habe. Das wäre jetzt also C, D, E, F, 1, 2, 3, 4 und 5. So, dann habe ich einmal die 0. Dann habe ich W4, 155. 421 ist WD. Sagen wir, das sind 421. Dann haben wir das hier also als 200 mm definiert. 421. Dann minus 89. Minus 359. Minus 424. Dann sind wir bei minus 316. Dann sind wir bei minus 148. Und bei der 0. So, jetzt kann ich die Linie ungefähr verbinden. Also ungefähr sowas hier. Nicht ganz. Und das können wir dann auch mit der Momentenfläche vergleichen. Denn wenn ich mir die Momentenfläche angucke, gibt die das Krümmungsverhalten wieder. Das Krümmungsverhalten ist also hier so und hier haben wir eine Krümmung in der anderen Richtung. Das kommt also jetzt ungefähr hin. Ja, also nochmal die Werte. Erstmal eine 0, dann 155, 421, minus 89, minus 359 und minus 424 und dann minus 316, minus 148 und eine 0. Das wäre jetzt also die Einflusslinie für MDE. Ja, damit wäre die Sache soweit fertig. Also, wir müssen erstmal Gleichungssystem und Lösung machen. Wenn wir dann eben Phi 1, Phi 2 und x3 raus haben, mit x3 müssen wir uns die neuen Stabdrehwinkel besorgen. Dann können wir uns alle Stabendmomente ausrechnen. Dazu müssen wir berücksichtigen, dass sich der Winkel am Knoten
D auf der rechten Seite um einen nach links gedreht hat. Das heißt, wir müssen das Phi-Schlange dort definieren. Also links und unten haben wir Phi-1 und auf der rechten Seite Phi-1-Schlange. Der ganze Knoten hat sich also im Prinzip so rumgedreht. Und dann haben wir aber hier den Knick von 1. Deswegen das mit dem Phi-Schlange, was wir da definiert haben. Ja, Stabendmomente, Summenprobe an den Knoten. Dann eben die Einflusslinie ausrechnen. WD und WE kriegt man sofort durch die Kinematik. Und dazwischen kann man mit Omega-Zahlen interpolieren. Ja, die Formel für die Interpolation mit Omega-Zahlen war nochmal W rechts mal Xi, W links mal Xi-Strich, das Moment rechts mal L Quadrat durch 6EI, Xi minus Xi hoch 3 und dann das Moment links L Quadrat durch 6EI, Xi-Strich minus Xi-Strich hoch 3.